zum Neujahrsfeuerwerk in Kitzbühel am 1. Jänner auf der Rasmusleiten um 17.45 Uhr. Was hat Tourismusdirektor Gerhard Walter dazu im Köcher und welche Aspekte sind erwähnenswert? Um es mal so salopp zu formulieren, besser als wie letztes Jahr. Und Armin Lukas ist ja bekannt, er ist ja nicht umsonst Weltmeister unter den Bürotechnikern. Und wenn ein Weltmeister nochmal etwas besser macht, dann heißt das schon sehr viel. Die ursprüngliche Idee, die damals ja schon genial war von Klaus Koller, der es in über 50 Jahren schon konzipiert hat, die werden wir natürlich nicht verändern. Kinder, die also mit den Skilehrern runterfahren und die Kinder werden also auch die Fackeln dann der jeweiligen Nationen mittragen und mitschwingen. Das ist, glaube ich, eine sehr gute, eine sehr symbolträchtige Aufwertung des traditionellen Fackellaufes, dass man mit Kindern, mit den Fahnen dieses Nationen weltweit verbindende Element mit einbaut. Alle Stadtdurchfahrten sind zwischen 16 und 20 Uhr gesperrt. Das Ganze baut ja auf einem sehr ausgeklügelten Sicherheitskonzept, das wir schon sehr, sehr lange ausgearbeitet haben. Es wird eine Sperre geben der Innenstadt in dem Bereich. Es wird auch eigentlich das Beste, um das auf den Punkt zu bringen, ist zu sagen, reist möglichst rechtzeitig an und am besten reist ihr mit öffentlichen Verkehrsmitteln an. Und ansonsten, wie ist das Wetter, wie ist die Stimmung? Also ansonsten ist alles, glaube ich, gut vorbereitet. Eine tolle Veranstaltung erwartet uns und ja, wir sind selber schon spannend. Momentan ist das Wetter in Kitzbühel ja wirklich traumhaft. Eine ununterbrochene Abfolge von schönen Wettertagen. Einer Tag, einer schöner als wie der andere. Ich habe selten so viele zufriedene Gäste gesehen wie jetzt. Wir haben hervorragende Pistenverhältnisse. Wir haben einen durchgehenden Skibetrieb vom Hahnenkamm bis zur Resterhöhe. Also man kann durchgehend hin und her fahren, wie man will. Und vor allem, was uns, glaube ich, erwähnt, die wenigsten zutrauen, was aber einfach Fakt ist. Es gibt in Kitzbühel derzeit aktuell 7 Talabfahrten. Das, glaube ich, können momentan nicht viele Skigebiete bieten. Kitzbühel kann das und das ist gut so. Und deswegen haben wir auch bei den Bergbahnen und im Skigebiet derzeit wirklich auch einen sehr, sehr positiven und sehr, sehr guten Zuspruch von unseren Kunden und begeisterten Skifahrern. Und was raten Sie den Kurzentschlossenen aus dem Raum München, Augsburg und Stuttgart, Nürnberg nicht zu vergessen? Ich würde sagen, fahrt nach Kitzbühel. Fahrt nach Kitzbühel, sucht euch ein nettes Haus aus, egal ob das eine tolle Frühstückspension oder ein tolles Hotel aus. Genießt den Tag, macht es spontan, kommt, genießt das Feuerwerk noch. Wenn jemand kommt und sich spontan dazu entschließt, es wird nicht das letzte Mal sein.